Mit dem Software-Update 2024 32.3 ist mein Kühlschrank, den ich hier im Tesla Model Y habe, nahezu unbrauchbar. Was hier das Problem ist, darüber sprechen wir heute und ich hoffe, wir finden auch gemeinsam eine Lösung dafür. Mein Name ist André von eFieber und nach dem Intro geht's los. Für alle, die sich jetzt fragen, wovon ich rede, ich erkläre es euch kurz. Ich habe hier auf der Seite meinen Kühlschrank. Manche haben den auch hier unten im unteren Kofferraum. Das ist beliebig nach Wahl. Wir haben hier drüben auch einen 12-Volt-Port, also Zigarettenanschluss. Und bisher war es tatsächlich so, dass wenn ich zum Beispiel mal länger vom Fahrzeug weg war, diesen Kühlschrank aktiviert lassen wollte, ganz einfach über den Wächtermodus. Das heißt, ich bin weggegangen vom Fahrzeug, Wächtermodus aktiviert und der Kühlschrank blieb die ganze Zeit an, obwohl ich nicht am oder im Fahrzeug war. Super entspannende Sache. Leider ist jetzt mit dem aktuellen Update diese Funktion weggefallen und somit auch die Funktion, dass wenn ich zurück zum Fahrzeug komme, ich kühle Getränke erhalte. Das ist sehr schade und darüber müssen wir sprechen. Wir haben es heute geschmeidige 4 Grad und ich habe mich sogar bei den Dreharbeiten vorhin noch ein bisschen verletzt, also wieder voller Körpereinsatz. Ich möchte mit euch jetzt kurz über die Release Notes sprechen, denn dort, und das ist glaube ich so ein bisschen der eigentliche Fehler von Tesla, taucht nirgendwo ein Hinweis auf, dass diese Funktion jetzt wegfällt, beziehungsweise dass die Zigarettenanschlüsse deaktiviert werden. Kurzer Blick auf die Release Notes. Wir haben hier 32.3 kleine Fehlerbehebung, aber nirgendwo gibt uns Tesla an, dass die Zigarettenanschlüsse nicht mehr funktionieren im Wächtermodus. Tesla hat das Bedienungshandbuch schon angepasst. Und zwar ist es tatsächlich jetzt nämlich so, dass wir die Zigarettenanschlüsse nur aktiv haben in einem Modus. Und das ist der Camping-Modus. Den kennt ihr vielleicht schon. Der Camping-Modus, kurze Erklärung, wenn der aktiviert ist, bleibt das Fahrzeug angeschalten. Das komplette Hochvoltsystem bleibt aktiv. Wenn wir jetzt uns den Wächtermodus anschauen, ist das ein bisschen anders. Wir haben zwei Probleme nämlich. Erstes Problem, Tesla hat festgestellt, dass es tatsächlich vorkommen kann, dass diese kleine Batterie, das ist die Niederspannungsbatterie hier hinten, auch mal leer sein kann. Wenn die leer ist, funktioniert das Fahrzeug nicht mehr. Müsste abgeschleppt werden. Ganz einfache Geschichte. Oder ihr ladet hier drüber diese kleine Batterie wieder voll, um das Fahrzeug zu nutzen. Punkt 1, den Tesla vermeiden möchte. Punkt 2, es ist tatsächlich so, dass wenn ihr den Wächtermodus aktiviert habt, nicht das komplette Fahrzeug wie im Campingmodus anbleibt oder das Hochvoltsystem aktiv bleibt, denn diese kleine Batterie wird im Wächtermodus temporär immer geladen. Wenn es jetzt natürlich dazu kommt, dass ihr hinten einen Kühlschrank angeschlossen habt, wird diese kleine Batterie zusätzlich belastet und wir kommen wieder zum Problem Nummer 1. Das Fahrzeug kann im schlechtesten Fall nicht mehr genutzt werden. Und man möchte natürlich auch die Wünsche der Community umsetzen, das heißt den Verbrauch des Wächtermodus runternehmen. Und das passiert leider tatsächlich nur, wenn man radikal alle Verbraucher eliminiert. Das kurz zur Erklärung, warum nur noch der Campingmodus mit diesen, mit dem Kühlschrank funktioniert. Und für alle, die ihr Frostschutzmittel auffüllen wollen, aber keinen Bock auf diese kleine Öffnung haben, kann ich den eFieber Wischwassertrichter empfehlen. Bestseller bei uns im Shop. Wer Bock hat, einfach bestellen. Würde mich sehr freuen. In 5 Tagen bei dir zu Hause. Es ist ein bisschen frustrierend, dass wir jetzt die Situation haben. Allerdings, ihr wisst selber, Tesla ist immer daran interessiert, dass wir bessere Updates bekommen und manchmal ist ein Schritt zurück, manchmal ein Schritt vor. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir eine Lösung erhalten, wie beim Cybertruck. Das heißt, ich kann selber manuell im Display angeben, ob ich die Zigarettenanschlüsse nutzen möchte, auch wenn ich nicht im Fahrzeug bin oder nicht. Das muss man dann angeben und es ist eigentlich nur Software. Das heißt, wenn ich diesen Reiter setze, ja, ich möchte sie aktiviert lassen, dann darf das Fahrzeug halt nicht nur in diesen kleinen Modus gehen, sondern muss das komplette Fahrzeug anlassen, um zu vermeiden, dass die kleine Batterie vorne leer geht. Und für alle, die jetzt aber eine temporäre Lösung brauchen, habe ich eine kleine Idee für euch. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar gehen wir jetzt nochmal in den Kofferraum ran. Wir wissen, wir haben hier hinten den 12-Volt Zigarettenanschluss. Und meine Idee ist jetzt, ihr könnt ja selber mal entscheiden. Ich habe hier eine Powerstation, zum Beispiel die EcoFlow River. Die ist nicht übertrieben groß, kostet 200 oder 300 Euro. Und die kann man nutzen, und zwar als Puffer. Richtig, als Puffer. Ich kann hier nämlich sozusagen meinen Kühlschrank anschließen und diese Powerstation puffert so lange dann ab, bis ich wieder am Fahrzeug bin und im Prinzip fahre. Das heißt, Zigarettenanschluss hier rein und über USB-A oder USB-C dann
vorne anschließen, dass die wieder geladen wird, wenn ich fahre. So haben wir immer ein System im Prinzip, was sich gegenseitig ausgleicht. Das wäre so mein Ansatz, den ich jetzt gerade verfolge. So, Amori, eine Sache müssen wir jetzt noch machen. Und zwar hat mir Rocco nämlich gesagt, dass ich in meinen Videos öfter sagen soll, dass ihr den Kanal abonnieren sollt. Das mache ich nämlich nicht und ich vergesse es auch immer. Von daher, schau bitte mal nach, ob du den Kanal schon abonniert hast. Würde mich sehr freuen. Ist kostenfrei. Ich persönlich brauche den jetzt in der Winterzeit nicht. Das heißt, ich werde den dann außer Betrieb lassen. Aber für alle, die, wie gesagt, wichtiges Zeug hier drin haben oder sagen, okay, ich habe hier Medikamente drin oder was weiß ich, weiß ich ja nicht, die können das über diese Lösung lösen. Sagt mir mal gerne, was ihr dazu denkt. Ist nur so ein Ansatz. Ich würde mir natürlich trotzdem freuen, dass Tesla jetzt sehr zeitnah was dagegen tut und eine Integration im Info-Entertainment-System liefert. Von daher, Amori, vielen Dank, dass du gefilmt hast. Und es war ein kurzes Video, knackig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!